Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge des War of Mine. In unserer letzten Folge haben wir öfters mal die Baustelle besucht und haben sie eigentlich recht gut gesäubert. Also da ist nicht mehr viel zu holen, außer ein paar Bestandteile und vielleicht noch ein paar Waffenteile. Wir sind zu dritt und wir müssen gucken, dass wir den Krieg überleben. Und ich hoffe, es sind nicht mehr allzu viele Tage, denn alle von uns sind krank, der Kleine ist auch krank. Und wir müssen Medikamente irgendwo auftreiben, damit wir uns irgendwie verarzten können oder irgendwie selber herstellen können. Ja, wir schauen mal, was wir alles anstellen können heute. Okay, es ist nichts passiert. Henrik geht's schon viel besser. Alles klar, das hört sich doch gut an. So, Marvin, du gehst gleich mal... du bist müde, du gehst gleich mal pennen. So, wie geht's dem Henrik? Der ist nur noch... Der ist krank. Wann war er noch? Achso, er war sehr krank. Ne, leicht krank. Sehr hungrig. Alle sind hungrig. Ja. Okay, Henrik, komm, steh mal auf. Du darfst was kochen. Alle sind nämlich hungrig. So, zu essen haben wir eigentlich en masse. Haben wir auch genug Brennstoff da? Ha, uns fehlt Wasser. Herrlich. Haben wir den Filter gerade parat? Nee, haben wir natürlich nicht. Hier soll es noch was sein. Dann bauen wir erstmal ein paar Filter zusammen. So, was können wir denn? Ah, wir können einen Ofen bauen. Ja, komm, wir bauen mal die Heizung. Wo kann ich die denn hinstellen? Neben die... Nee, ich baue die da unten hin. Kleiner Ivano, du bist traurig, dann darfst du mal wieder ein bisschen spielen. Hoffentlich bist du dann nicht mehr so traurig. Okay, Henrik ist schwach. Er muss sich hinlegen. Okay, dann lassen wir ihn pennen. Er soll sich ausruhen. Komm, Marvin, steh auf. So müde bist du noch nicht. Wir haben noch genug Zeit zum Pennen. Bau du mal die Heizung. Kleiner Mann, Schaukel. Geht doch. Oh, da kommt jemand. Ich hoffe mal, der Marvin ist schnell fertig. Okay, wir brauchen für die Heizung Brennmaterial. Das müssen wir erstmal herstellen. Und wir müssen den Filter zusammenbauen. So, ich gucke jetzt erstmal, was der gute Kollege da oben will. Tag. Ja klar, nehme ich weitere Leute auf. Das ist immer gut. Dann kannst du eigentlich gleich mal pennen gehen, Marin. Und die neue Cebeta, hört sich an wie Ciabatta, die darf dann jetzt erstmal hier Brennmaterial bauen. Dann bau mal. Die beiden müssen sich erholen. Wieso hat der Kleine Angst? Okay, hat die schon fertig? Was? Ich darf es nicht zulassen. Krankheit überhand über mich gewinnt. Okay. Okay, die sind alle krank, Mensch. Wir müssen trotzdem Brennmaterial herstellen und wir müssen Filter bauen, weil wir haben nichts mehr zu essen. Na, kleiner Mann, du bist traurig und hungrig, ich weiß.
Dann brauchen wir noch Filter. So, kleiner Mann, du bekommst jetzt gleich was zu essen. Ich gebe dir hier jetzt mal so eine Konservenbüchse. Okay, er ist wohl ernährt. Wir heizen mal hier ein, denn wir... Es ist kalt. So. Heizung ist an. Wasser müssen wir herstellen, denn wir müssen was kochen. Ich habe genug Essen da, aber ich habe kein Wasser zum Kochen. Das ist natürlich ganz schlau. Und Brennmaterial habe ich natürlich auch fast gar nichts mehr. Wie viel habe ich denn noch? Ja, wir haben noch eine Menge Holz da. Ah, Brennmaterial. Haben wir noch zwei Stück. Okay, Wasser läuft. Wir bauen nochmal Brennmaterial. Hm, ja, komm. Drei Stück geht noch. Der Henrik soll mal dem Mari ein bisschen was zu essen geben. Können wir das überhaupt? Nicht. Ja, komm, Henrik, dann bau du das Ding hier zusammen. Marin, du gehst was essen. Okay, dann baust du das Ding eben hier zusammen. Oder nee, wir gehen erstmal was essen. Denn der Marin, der geht auf jeden Fall auf Raubzug. Okay, eine Konserve für dich. Später, tut mir leid, du musst das hier fertigstellen. Okay, Marin ist erstmal leicht verpflegt. Müde bist du nicht mehr. Komm, du redest mit dem Kleinen nochmal. Was kann Chiveta machen so lange in der Zeit? Die kann was kochen, oder? Sollen wir sie was kochen lassen? Ah, ich habe ja kein Wasser, stimmt. Aber Brennmaterial. Komm, dann stellen wir noch genügend Brennmaterial her. Wir brauchen das für die Heizung, um zu kochen, auf jeden Fall. Okay, die zwei spielen hier. Die Nacht bricht ein. Okay, Chiveta, du darfst im Bett schlafen. Oder? Nee, die muss leider Wache stehen. Der Henrik, der ist ordentlich kaputt. Der darf schlafen mit dem Kind. Und unser guter alter Marin, der geht auf jeden Fall auf Raubzug. Die Frage ist nur, wo gehen wir hin? Was haben wir noch nicht besucht hier? Da gibt es eine Menge an Lebensmitteln, etwas Materialien, eine Menge an Medikamenten. Das hört sich doch gut an. Aber das sind zwielichtige Gestalten. Ich riskiere es trotzdem. Wir nehmen mal den Dietrich mit. Und das Messer, falls wir uns verteidigen müssen. Wir müssen auf jeden Fall Medikamente mitbringen. Und ein bisschen Holz wäre nicht schlecht. Und wenn uns jemand entgegenkommt, dann hauen wir gleich direkt ab. Okay, da ist schon jemand direkt am Anfang. Okay, das ist nicht sehr hilfreich. Wir gucken uns hier mal um. Ja, da steht schon einer. Okay, der ist besoffen. Genau, geh du mal woanders hin. Also finden wir erstmal keiner mehr. Dann gehen wir da mal kurz durch. Schauen uns hier um. Ja, das
Das brauche ich nicht. Wir bewegen uns ganz langsam. Wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Da komme ich nur mit dem Teddybär mit. Wenn ein Händler vielleicht kommt. Wo ist denn der andere jetzt hin? Was gibt's hier? Okay, da gibt's nur eine Nachricht. Okay, da kommt jemand. Wir schauen mal rein. Okay, der hat eine Pistole. Das ist natürlich gar nicht gut. Okay, wo ist der? Können wir eine Runde hoch? Okay, da kommt schon jemand. Geh mal runter, Marvin. Ich kann hier nichts mitnehmen. Das ist richtig scheiße. Okay, jetzt rennen. Ich würde sagen, wir hauen ab. Das ist mir doch etwas zu heikel. Okay, es wird kalt werden. Okay, es schneit. Gott sei Dank haben wir die Heizung gebaut. Oh. Was ist passiert? Ja, ich weiß, dass wir an Medikamente rankommen müssen. Okay, wir haben plus 2 Grad. Was ist denn mit der Cheveta? Die bewegt sich. Die ist todkrank. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich an Medikamente rankommen soll. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Händler. In dieses Handelshaus. Handelshaus. Auf diesen Marktplatz. Ja, ich versuche natürlich alles zu geben. Okay, Marvin. Heizung. Kann ich die Heizung irgendwie aufpolieren? Nee, da brauche ich so eine Verbesserung. Haben wir Wasser? Warte mal, wir haben doch ein bisschen Schnaps da. Kann ich irgendwie Medikamente herstellen? Ah, nee, wir können nur Tabak herstellen. Und davon reichlich. Ja, dann mach das mal. Cheveta, geh du schlafen, du bist sehr müde. Oh Mann, den Leuten geht's hier gar nicht gut. Krank und sehr hungrig. Wie geht's mit Ivano? Leicht verletzt und traurig. Okay, dann red du mal mit dem hier. Okay, nee, der Henrik ist zu schwach, um irgendwas zu machen. Obwohl, ja, nee, die reden. Okay, Tabak haben wir erledigt. Haben wir Wasser? Ja, Wasser müssten wir eigentlich haben. Dann könnte ich theoretisch gleich eine Portion zu essen kochen. Ja. Nee, das reicht mir nicht. Ich brauche 5 Portionen. Ja gut, dann machen wir nochmal den Filter, wenn es uns langt. Ich habe keine Ahnung. Ja, es reicht. Können wir 2 nehmen, wir können noch einbauen. Ich brauche unbedingt Medikamente. Ich muss gucken, was haben wir denn hier zum Handeln. Medikamente sind arschteuer. Wir müssen irgendwo Medikamente auftreiben und das schnell so schnell wie möglich. Okay.
Okay, wir machen hier einmal Wasser. Okay, okay. Da draußen gibt es Schnee. Dann gehen wir mal raus. Wir sorgen ein bisschen Schnee. Hier können wir Schnee holen. Okay, da können wir, glaube ich, einen Schneemann basteln. Okay, wir können Wasser zum Schmelzen nehmen. Dann mach mal. Komm, Marin, du gehst eine Konserve essen, sonst verhungerst du mir noch. An sich ist er ja fit, läuft er eigentlich relativ schnell. Okay, komm, eine Konserve für dich. Kleiner Mann, du spielst herum. Okay, Henrik, du bist nur noch hungrig, das ist schon mal ganz gut. Aber du bist krank. Was können wir denn noch machen hier? Wo ist denn der? Genau. Okay, Fieber ist gar nicht gut. Fieber ist immer schlecht. Können wir jetzt Wasser machen? Draußen schmelzen. Okay. Und wie kann ich denn den Haufen schmelzen? Wir können ins Wasser schmelzen. Okay, und wie mache ich das? Mal hier runter. Hier vielleicht. Da muss ich auf jeden Fall Brennmaterial vielleicht am Herd. Ich habe keine Ahnung, wie wir das zum Schmelzen kriegen. Eine Schneeschmelze brauche ich vielleicht. Wir das kochen? Nee. Ah doch, hier Wasser. Was brauche ich dafür? Ein Filter, Brennstoff. Und dann kann ich 4 Portionen Wasser machen. Okay, das ist aber einiges. Na ja, komm, wir müssen das machen. Henrik, verpfleg mal die Kollegin hier. Gib ihr mal das Gemüse. Okay, wir haben Wasser. Wir können hier 2 Portionen erstellen. Okay, sehr schön. Dann hätten wir schon mal ein bisschen was im Vorrat. Der Kleine ist leicht verletzt. Ich muss auf jeden Fall... Okay, Marin ist hungrig, aber noch nicht sehr hungrig. Das ist schon mal gut. Okay, Marin, du gehst dich hinlegen. Holt sich. Es ist kalt. Wieso ist denn das hier so kalt? Muss ich dann noch eine Heizung bauen? Komm, du gehst pennen. Nee, nicht auf den Stuhl. Magen knurrt. Bei allen knurrt der Magen. Kleiner Mann, komm, wir gehen erstmal den Schnee mal basteln. Das dauert aber lang. Ach komm, der holt sich wahrscheinlich noch eine Erkältung. Ich lass den mal lieber was. Kann er hier was machen? Ja, der kann sogar sammeln. Ja, guck mal einer an. Dann lassen wir den Kleinen hier mal ein bisschen Schnee sammeln. Sehr schön. Traurig, super. Müde, todkrank, krank. Ja, okay, hast du auch recht. Kleiner Mann, du kommst wieder zurück. So, die Nacht bricht gleich ein. Wir brauchen Medizin ohne Ende. Okay, Cheveda kann eh nichts machen. Henrik soll Wache stehen. Der Kleine soll schlafen. Marin geht auf Raubzug. Wo können wir denn hin? Hier ist Gefahr, da ist Gefahr. Eine Menge Medikamente, eine große Menge Lebensmittel und Medikamente. Okay. Zerstörte Villa.
Okay, wir gehen mal ins Doppelhaus, obwohl ruhiges Haus. Etwas Medikamente und eine Menge Teile. Wir brauchen Medikamente unbedingt. Ich glaube, wir besuchen das Doppelhaus. Okay. Die schläft, der steht Wache, der Kleine schläft auch. Wir nehmen unseren Dietrich wieder mit, unser Messer und wir gucken mal rein. Okay, da sind Leute. Okay, wir können uns hier umsehen. Ja, alles, was ich nicht brauche eigentlich. Okay, wir können da runter. Gibt es da irgendwas? Hoffentlich folgt uns keiner. Nichts, was sich lohnen würde. Ah, da kommen wir nicht durch. Gibt's da unten noch irgendwas? Oh, das war ein bisschen schnell. Okay. Wie komme ich denn? Oh, Stier. Folgt ihr uns? Ja, wir hauen ab. Die hat sogar eine Shotgun dabei gehabt. Also ich muss sagen, es sieht sehr, sehr schlecht aus um uns, denn wir sind alle krank. Und ich glaube, die Civeta, die wird es nicht lange mitmachen. Denn die ist todkrank. Okay, wir wurden ausgeraubt. Natürlich noch beschissener die Lage. Und ich würde sagen, die Folge ist hier wieder vorbei. Und wenn ihr weiterhin sehen wollt, wie es den vier hier geht, ob wir überleben, ob wir Medikamente finden und ob wir den Krieg überleben überhaupt, dann schreibt was in die Kommentare, liked das Video und wir sehen uns in der nächsten Folge.